Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken uns jetzt einen sehr heftigen Fall an. Wir hatten zuletzt auch schon auf diesen Fall reagiert, beziehungsweise auf die aktuelle Lage reagiert mit Skandal um Justin Bieber und Diddy. Da ging es separat nochmal um diese Thematik. Aber jetzt geht es um die gesamten merkwürdigen Geschichten rund um P. Diddy. Also wenn ihr Interesse habt, was P. Diddy alles gemacht hat, wofür er in der Kritik steht. Es gibt ja momentan diesen Nickelodeon-Skandal und alles drumherum. Es gab vor kurzem noch diesen Jeffrey Epstein-Skandal. Es gab richtig viele Skandale, wo es darum ging, Menschenhandel teilweise, Missbrauchsvorwürfe und so weiter. Und wenn ihr alles drumherum wissen wollt, komische Stories, dann seid ihr jetzt bei der Reaction genau richtig, weil ich werde auf zwei Videos hintereinander reagieren, die sich beide ergänzen. Von Flex-Doku, und da gucken wir uns alles an rund um P. Diddy. Wird extrem heftig, absolut auch nicht lustig. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Ist auch nicht unbedingt was für schwache Nerven, also Triggerwarnung. Es geht um, ich weiß gar nicht, Machtmissbrauch, um Missbrauchsvorwürfe und alles Mögliche. Ja. Jo Leute, was geht? Hoffe, alles okay bei euch. Heute gehen wir auf die merkwürdigsten Geschichten und Szenen von P. Diddy ein. Vor kurzem wurde ein Interview eines ehemaligen Bodyguards von Diddy veröffentlicht, wo er ein paar krasse Anschuldigungen gemacht hat. Er behauptete, dass Ja Rule und Diddy was miteinander hatten. Bei Diddy ist es aber nicht die einzige Geschichte, die über ihn rumgeht. Über keinen gehen so viele Geschichten rum wie über ihn. Wir gehen auf verschiedene Leute ein, die Geschichten über ihn erzählt haben. Darunter der Bodyguard Keith D und der Bruder von The Game, der ebenfalls ein paar krasse Behauptungen aufgestellt hat. Auch gehen wir auf einen kleinen Beef zwischen 50 Cent und Diddy ein, wo ebenfalls ein paar sehr verwirrende Aufnahmen und Bilder aufgetaucht sind. Noch dazu schauen wir uns die Stellungnahme von Diddy zu diesen Anschuldigungen an und ein paar Sachen, die der Rapper Nori über langfristigen Erfolg gesagt hat. Er hat was von zwei Türen zum Erfolg geredet. Er hat davon gesprochen, dass wenn man in Amerika Platin geht und anfängt richtig Geld bei Auftritten zu machen, Leute kommen, die anfangen jemanden Sachen anzubieten. Darunter das Beteiligen an homosexuellen Aktivitäten und Menschen. Wir schauen uns an, warum man Leute zu so Sachen überreden will und was man damit bezwecken will. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. When you platinum and you getting 50,000 a show, I've been there. There's a door that you can walk in. I'm not sure if it's homo or if it's Illuminati. Okay, sehr. Also es gibt eine Tür, durch die du gehen kannst. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich um das Homo-Ding oder Illuminati-Ding handelt. Also das, was rund um P. Diddy da geschieht. Was, es sah so aus, als wären Puff und Tupac ein Pärchen. So sah es für mich aus. Es ging eine Menge verrückte Sachen ab. Tupac was like a couple. Now, Fiff, when you continuously call Puff gay. At Chris Lighty's wedding, he told me to take me shopping. 13, what were you saying? I went there to see the lifestyle. But I don't know if I could indulge in. Okay, ich sag das mal auf Deutsch, was nochmal interessanter ist oder für Leute, die vielleicht nebenbei gerade was machen. Also Usher, ja, den kennen auch sehr, sehr viele. Der hat ja jetzt auch, zuletzt hatte er den Auftritt bei, wie heißt das, Super Bowl, hatte er doch diesen Auftritt. Ich würde sagen, P. Diddy war der Mentor von Usher und Usher war der Mentor von Justin Bieber, so in der Art, ne? Und auch Usher war damals gerade mal 15 oder so, oder 13, als P. Diddy mit dem schon unterwegs war. Und Usher sagt jetzt, rückblickend drauf, ich ging dorthin zum Puffy Camp, um den Lebensstil zu sehen, aber ich wusste nicht, ob ich mich hingeben und verstehen konnte, was ich da überhaupt angeschaut habe. Understand what I was even looking at. Bro, when Josh said, you don't want to come up in there. A lot of freaky stuff is going on. You gotta use your mind. Sean John Combs ist am 4. November 1969 im New Yorker Stadtteil Harlem geboren. Auch bekannt unter seinen Künstlernamen Puff Daddy, P. Diddy, Diddy oder Puffy. Er ist ein US-amerikanischer Rapper, Schauspieler, Plattenproduzent und Labelboss. Seine Mutter ist Janice Combs, ein Model und Lehrerassistentin. Sein Vater Melvin Earl Combs diente in der US Air Force und war ein Mitarbeiter des New Yorker Gangsterboss Frank Lucas. Diddy machte 1987 seinen Abschluss an der Mount St. Michael Academy. Er wurde 1990 Praktikant bei Uptown Records, wo er auch letztendlich eine Stelle als Talentdirektor bekam. Er half bei der Entwicklung von Mary J. Blige, Usher und vielen weiteren. Nachdem er 1993 von Uptown gefeuert wurde, gründete er sein Label Bad Boys Entertainment.
und nahm den damaligen Newcomer Christopher Wallace, besser bekannt als Notorious B.I.G., unter Vertrag. Junge, so ein Real Talkers, der hat richtig legendäre Lieder rausgehauen. Notorious B.I.G. habe ich, zum Beispiel das Lied, was jetzt kommt, habe ich ey, schon so oft angehört. Das hat so ein geiler Vibe. Seit einer langen Zeit ging Gerüchte über P. Diddy rum. Immer wieder tauchen Bilder, komische Szenen oder Aussagen von alten Weggefährten auf, die sehr verwirrend sind. Einer, der immer wieder Geschichten über Puffy erzählt, ist sein ehemaliger Bodyguard. Er erzählt von einem Tag, als er mit Diddy in Atlanta unterwegs war. Sie waren in einem Erotikshop. Sie gingen rein und Diddy fing an, Sachen von den Regalen zu nehmen und in eine Tüte zu stecken. Als der Bodyguard zu ihm kam, bemerkte er, dass er schon eine ganze Tüte mit Spielzeug gefüllt hatte. Es waren Sachen, die nicht nur für Frauen genutzt werden. Da sie Freunde waren, fragte er ihn scherzhaft, was er damit machen will, worauf er ihm sagte, er soll sich um seine Probleme kümmern. Als er zahlen wollte, zeigte er dem Typen an der Kasse nicht mal, was er gekauft hat, sondern drückte ihm einfach einen Batzen Hunderter an die Hand und ging. Sie flogen. Weird Flex, Bro. Also, wenn du keine Zeit hast, um normal zu bezahlen, dann drückst du halt Leuten einen Stapel Hunderter einfach an die Hand, dann reicht das. Von Atlanta nach North Carolina. Später gingen sie zu viert in ein Hotel. Zwei Jungs und zwei Frauen. Einer dieser Jungs war der Rapper Ja Rule. Am Abend kam Ja Rules Cousin an die Tür der Präsidenten-Suite und wollte Ja Rule... Diddy aber ein Macher? Also vielleicht war der musikalisch und so, aber das, was gerade rauskommt, ist glaube ich nicht unbedingt... Also ich würde ihn jetzt dadurch nicht als Macher bezeichnen. Ja, nur weil jemand viel Geld macht, ist es nicht unbedingt ein Macher, sondern... Also die ganzen Vorwürfe, die von jeder Seite kommen und sich so langsam Stück für Stück auch vermutlich bestätigen werden, weil da gibt es bestimmt jede Menge Aufnahmen auch noch. Ich glaube, das hat wenig mit Machermentalität zu tun, sondern eher von absolut ekelhaften, dreckigen, ich weiß nicht was für Verhalten. Ja. Ruhig sprechen. Der Bodyguard verweigert ihm jedoch den Zutritt, wo es dann zu einer kleinen Rangelei gekommen ist, die Diddy und Ja Rule mitgekriegt haben. Beide kamen halbnackt aus dem Zimmer raus. Ja Rule ist laut geworden und hat den Bodyguard gefragt, was er da macht, da der Junge an der Tür sein Cousin war. Als Diddy fragte, was los ist, sagte ihm der Bodyguard, er wollte ins Zimmer rein, worauf Diddy Ja Rule angeschaut hat und nichts mehr dazu gesagt hat. Ja Rule sagte seinem Cousin, glaub mir, du hättest da nicht reingehen wollen. In dem Zimmer gehen verrückte Sachen ab. Der Bodyguard sagt es nicht direkt, aber deutet an, dass Diddy und Ja Rule sich nicht nur mit den Frauen vergnügt haben, sondern auch miteinander. Bro, when Ja said... Als Ja Rule sagte, du willst da nicht reinkommen, eine Menge verrücktes Zeug geht da drin vor sich, musst du deinen Verstand benutzen, was sie mit diesen Buttplugs gemacht haben. You don't want to come up in there. A lot of freaky stuff is going on. You gotta use your mind. What they was doing with those Buttplugs. Eine weitere Person, die komische Geschichten erzählt, ist Usher, der bei einer Radioshow über seine Zeit mit Diddy gefragt wurde. Als 14-jähriger Junge war er im sogenannten Flavor Camp, das Diddy gehört hat. Es war ein Camp für aufstrebende Künstler. Man merkt, dass Usher ein bisschen unangenehm ist, als das Thema Flavor Camp aufkommt. Der Radiohost fragt ihn ein bisschen darüber aus und sie kommen auf das Thema Frauen im Flavor Camp zu sprechen. Er fragte ihn, ob das Camp immer gefüllt mit hübschen Frauen war, worauf er nein geantwortet hat. Aber es haben in dem Camp Sachen stattgefunden, die er nicht verarbeiten konnte. Er sagt, da sind viele verrückte Sachen passiert, die er als Kind nicht verstanden hat. Als er gefragt wurde, ob er seine Kinder in dieses Camp schicken würde, antwortete er niemals. Puffy Flavor ja, Camp. Das sagt alles. To learn Flavor some... Camp. Yeah, Flavor that's camp. What it was called. And you're gonna go to Puff Daddy's. He's gonna in the 90s, do you understand what that's like? Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop, right? Nah, not really. Come I mean, on. But did I, hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you? Okay, ich lese es mal vor, was er sagt. Nicht wirklich, aber es war aufregend. Ich hatte die Chance, einige Dinge zu sehen. Ob das eine Chance ist oder ob das nicht eher traumatisierend ist, naja, gut. Ich ging dorthin, um den Lebensstil zu sehen und ich sah es und es war, aber ich wusste nicht, ob ich mich hingeben und verstehen konnte, was ich da überhaupt angeschaut habe. Es war ziemlich wild, es war ziemlich verrückt. Ui. Das ist jetzt, also ich glaube, das klingt nur relativ verharmlosend. Wenn er sagt, yo, ich würde nicht mein eigenes Kind dorthin bringen, dann zeigt es ja schon, okay, also jugendgerecht war es definitiv nicht und da sind Dinge abgegangen, die man nicht verarbeiten kann, so easy. Yeah, I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was, but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. It was, so nobody it was tried to... You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Ja, auf keinen Fall sagt er, okay, ja. Zu Usher gibt es noch einen kleinen Ausschnitt, wo Diddy mal aus Versehen preisgegeben hat,
dass er zu dieser Flavorcamp-Zeit als erwachsener Mann mit Usher, der damals ein Kind war, in einem Bett geschlafen hat. Dass man sich mal bei einer Übernachtung... Und Usher war noch sehr, sehr jung damals. Usher war kein erwachsener Mensch, sondern er war noch sehr, sehr jung. Also er soll da 13 gewesen sein. Also dementsprechend reden wir hier von einem ganz, ganz komischen Verhältnis. Oder nach einer Feier mit einem Freund im Bett halt, ist für nicht so wohlhabende Leute wie uns was ganz Normales. Wegen Platzmangel. Aber warum sollte man sich ein Bett mit jemandem teilen, wenn es doch genug Platz im Haus gibt? Das Merkwürdigste an der ganzen Sache war, wie Diddy es gesagt hat. Als ob es ihm aus Versehen ausgerutscht ist. Brother right here from day one, we used to wake up and, I mean, damn, pause, but like, check this out. I mean, back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the Frosted Flakes, you know what I'm saying, before pause was invented, you know what I'm saying? But it's my brother for real. We used to actually wrestle off of the Frosted Flakes because he used to always get up early with me. Now he's one of the richest stars in the world. And I'm yo. Like, okay, der Typ sagt jetzt danach, was zum Teufel hat Puffy gerade gesagt? What the f*** did Puff just say? Der Bruder von The Game hat ebenfalls mal einen Post gemacht, wo er angedeutet hat, dass Diddy und The Game was miteinander hatten. The Game und sein älterer Bruder Big Face haben seit Jahren keine gute Beziehung. Laut The Game stritten sie sich wegen Geld. Während des letzten Auftritts von The Game bei Drink Champs hat er nochmal deutlich gemacht, dass er und sein Bruder nicht befreundet sind und getrennte Wege gehen. Worauf der diesen Post hier gemacht hat. Auf dem Bild steht, vielleicht war es doch nicht meine Straßenkredibilität. Natürlich deutet er damit an, dass Diddy und The Game was miteinander hatten. Im Jahr 2018 hat 50 Cent auch ein paar krasse Behauptungen aufgestellt. Er hat zum Beispiel mal diesen Beitrag hier gepostet. Er hat den Beitrag sogar direkt gepostet auf Instagram. Ain't say nothing, but something ain't right. Das hat er gepostet? Junge, okay. Auf dem Bild sind Rick Ross und Puff Daddy zu sehen. Das war aber nicht der einzige Vorfall, wo er andeutet, dass Diddy eigentlich eine andere Richtung geht. Er wurde in dem Breakfast Club. Das ist ja absolut kein Problem, wenn man homosexuell ist und man lebt das aus. Ist ja kein Problem. Also ich glaube, darüber wird ja hier auch nicht gestritten. Aber wir reden hier gerade von Vorfällen. Auf einmal war ein Justin Bieber irgendwo mit dabei. Also Minderjährige wurden mit reingezogen. Was ist mit Usher passiert? Der war damals 13. Dann wird gesagt, die haben irgendwie in einem Bett gepennt. Was komisch ist, weil, wie er es schon richtig gesagt hat, man hat das, glaube ich, nicht nötig, mit einem 13-Jährigen in einem Bett zu schlafen. Wenn du die Möglichkeiten hast, dass man halt mehrere Schlafzimmer hat oder mehrere Schlafmöglichkeiten generell hat. Das ist sehr, sehr creepy alles. Und wenn man so sieht, ja, keine Ahnung, wie was ablief, wer Bescheid kommen sollte und dass im Hintergrund oder dass in diesen Räumen auch Kameras installiert waren, die man nicht sehen konnte, damit man vielleicht Erpressungsmaterial hat, dann hat das noch einen ganz anderen Nachgeschmack oder Beigeschmack. Club eingeladen, wo er über einen weiteren Post gefragt wurde. Er soll gesagt haben, dass P. Diddy ist. Zuerst streitet er es ab, doch der Radiohost liest ihm den Post vor. When you continuously call Puff gay, does that affect your relationships in Hollywood? I don't call him gay. I said, Let me read it, Fifth. Okay, okay, also 50 Cent soll geschrieben haben, tut mir leid, ich kann euch nicht mehr helfen, bald seid ihr alle schwul und glücklich, ihr alle seid nun unter der Führung von Puff Daddy zurückgelassen. Melden Sie sich bei Ihrem nächsten Regenbogen. He says things, he doesn't even know what he's... Was, by the way, ja noch nicht mal schlimm ist oder so? Wie gesagt, die Verhältnisse zwischen Minderjährigen und Erwachsenen hier ist höchst problematisch. Ten is like fruity. Bevor es zur nächsten Story geht, müsst ihr wissen, dass über P. Diddy gesagt wird, dass er oft Rapper und Sänger zum Essen einlädt oder sie auf seine Kosten shoppen fährt, um danach eine Beziehung mit ihnen anzufangen. Er soll angeblich den Leuten, die was mit ihm haben, in der Musikindustrie weiterhelfen. Auf jeden Fall kam der Tag, wo P. Diddy 50 Cent ebenfalls zum Shoppen fahren wollte. Doch 50 Cent hat direkt gewusst, was abgeht und hat ihn gefragt, ob er Scherze macht. He said something to me one time, a long time ago. At Chris Lighty's wedding, he told me he'd take me shopping. Okay, weil er sagte vor langer Zeit etwas zu mir auf Chris L.'s Hochzeit. Er hat mir gesagt, er will mich zum Shoppen fahren. Also sagt er 50 Cent. I looked at him like, what the... Ich sah ihn an und dachte mir, was hast du gerade gesagt? Lass mich losgehen, bevor ich die Hochzeit zerstöre. What the, what you just say? Let me move, man, before I do something. You gonna make me mess up the wedding. Auch hat 50 Cent ein Drink Champs Interview angesprochen, wo eine komische Szene entstanden ist. P. Diddy hat Nori Daddy genannt und was von einer Party erzählt, die sie zusammen hatten. Als er den Rapper Fabulous fragt, ob sie auch mal zusammen feiern wollen, sagte ihm der Rapper, dass sie ja schon mal zusammen gefeiert haben. Worauf Diddy antwortete, ja, aber nicht wie ich und Nori. 50 Cent deutet an, dass es keine normale Party war.
Gleich gehen wir auf so eine Party kurz ein. He says something fabulous and he goes. Was, er sagt etwas zu fabulous? Nein, aber ich und du, wir waren nie zusammen Party machen, wir müssen mal feiern. No, but me and you, we ain't party. Like, we need to party. What is he talking about? Why won't you party with me for your birthday, man? Warum feierst du nicht mit mir an deinem Geburtstag? Wir haben doch zu meinem Geburtstag gefeiert, du bist zu meiner Party gekommen. Okay, jetzt sag dir bestimmt gleich. My birthday before. You came to my party. No, but me, you ain't. Nein, aber du und ich waren nie wirklich feiern. Weißt du, was ich meine? Okay, also er geht darauf hinaus, diese anderen feiern, ja, worüber am Anfang gesprochen wurde, mit diesen Orgien und dann, man geht da rein und mit Sachen, die ist das. Really party, you know what I'm saying? Yeah, I love this drink. Was, ich liebe diese Drink Champs Folge mit dir, Daddy, ich mag es, wenn du so, was? Daddy, ich mag es, wenn du so wie gerade bist, Daddy? Daddy, ich mag es, okay. Wir hören uns einfach mal. When you like this, Daddy. Yeah, when you put my bag. Daddy, yeah, I like when you scrambling and scraping for shit. I like that. Auf die Anschuldigung von 50 Cent und das Video mit Nori hat Diddy auch reagiert. Er sagt, er hat die Situation anders wahrgenommen als die anderen. Für ihn war es nicht tuntig, was er da gemacht hat. I like when you do it like that, Daddy. When you scrambling and scraping for shit. I know I say like reckless stuff out my. Okay, er sagt, ich weiß, manchmal kommt rücksichtsloses Zeug aus meinem Mund und das passt vielleicht jemandem nicht, der vielleicht homophob ist, aber ich bin nicht homophob und es ist mir eigentlich egal. No, that's just not maybe, you know, adding up to with somebody who maybe somebody who's homophobic, but I'm not homophobic and I really don't, you know, care, you know what I'm saying? Yeah, 50 came up here and he was giving you flack for the asking Fab to party. 50 kam hierher und sprach darüber, dass du Fab gefragt hast, ob er mit dir Party machen will. So he'll ask you, oh, he'll ask you to play it. Spiel den Clip ab, okay. Oh, but me and you ain't never really party, you know what I'm saying? I asked 50 about that. Ich hab 50 darüber gefragt und er hat mir gesagt, dass du das auch bei ihm gemacht hast und ihn gefragt hast, ob du ihn shoppen fahren sollst. He said you did the same thing to him, you asked him to take him shopping. Yeah. I thought he needed some clothes. Okay, er verneint es gar nicht. Okay. Viele haben nun behauptet, dass Nori für den Podcast, den er zurzeit macht, mit Diddy was hat. Wegen der vorhin erwähnten Party. Denn der Podcast Drink Champs gehört eigentlich Diddy. Nori ist eigentlich für diese Gerüchte selber verantwortlich. Er hat vor ein paar Jahren mal ein paar Sachen über langfristigen Erfolg erzählt. Er hat davon gesprochen, dass wenn man in Amerika Platin geht und anfängt richtig Geld bei Auftritten zu machen, Leute kommen, die anfangen jemanden Sachen anzubieten. Er spricht von sexuellen Aktivitäten und Menschenob. Oha. You Platinum and you getting 50,000. Es gibt eine Erfolgsebene, wo es ist eine Tür, wenn du Platin gegangen bist, um 50.000 pro Show bekommst. Ich war da. Es gibt eine Tür, durch die du gehen kannst. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich um das Homo-Ding oder Illuminaten-Ding handelt. Ja. Also, das heißt, bist du reich oder verdienst du viel Geld, dann passieren auf einmal Dinge, die du so hast, nicht kommen sehen. In a show, I've been there. There's a door that you can walk in. I'm not sure if it's homo. Or is it Illuminati? I just didn't take that though. I went straight. Genommen, ich bin gerade ausgegangen. Listen, when you get to. Wenn du ein bestimmtes Erfolgsniveau erreichst, wenn du 30, 40, 50.000 pro Show bekommst, du Platin bist, um die Welt reist, gibt es drei verschiedene Türen, es gibt drei verschiedene Wege, die du gehen kannst. Gerade waren es noch zwei, aber okay, drei. When you get to a level of success, when you getting 30, 40, 50.000 a show, you Platinum, you running across the world, there's three different doors, right? There's three different ways to walk. Straight is you're on your own. Geradeaus ist, du bist auf dich allein gestellt. Mal sehen, ob du den Erfolg fortsetzen kannst. Junger Mann, mal sehen, ob es nur um deine Fähigkeiten geht. Lass uns mal sehen. Let's see if you continue this success, young man. Let's see if it's all about your skills, young man. Let's really see that. Okay. You went straight. To the right. Rechts bin ich mir nicht sicher, ob das der Homo, das Homo-Zeug ist. Und links bin ich mir nicht sicher, ob es das Opferungszeug ist. Ich bin mir nicht sicher, weil ich bin gerade ausgegangen. I'm not sure if that's the whole shit right there. And then there's to the left. I'm not sure if there's some sacrifice shit going on right there. I'm not sure because I went straight. But I was offered these doors. It's just you were offered some gay shit? I don't, no. I'm saying that to the right when I seen it, those was those guys over there. You know what I'm saying? Those different people, which I have no problem with. You know, that's y'all. You feel me? And I just chose to go straight.
And I haven't been platinum since. Es gehen auch ein paar Geschichten über diese Sachen rum. Das hat er sich doch ausgedacht. Keine Ahnung, ist schwer zu sagen, ob er sich das ausgedacht hat, weil... Es passieren halt wirklich sehr komische Dinge dort, ja? Also es ist ja, ich hätte es mir auch am Anfang nicht gedacht, dass so viel Scheiße schon wieder im Hintergrund passiert und was alles für Leute dort verwickelt sind, ja? Die halbe Ami-Szene ist, oder Ami-Rap-Szene ist mit am Start. Plötzlich kommt da auch noch große Musiker. Auf einmal ist dort noch Usher mit dabei. Auf einmal ist Justin Bieber irgendwo mit dabei. Also es sind so, also jetzt nicht im Sinne von, die sind schuldig für irgendwas, sondern dass da, die werden auch noch mit reingezogen. Ne? Und das als Minderjährige damals. Und warum man Leute dazu überreden will, so etwas zu machen. Eine davon ist zum Beispiel Kontrolle. Man lädt Leute zu komischen Partys. Jojojojo, wir sind wieder am Schlüssel, meine lieben Freunde. Es ist übrigens gerade der Stream abgekackt, sagen wir es mal so. Deswegen gab es gerade eine kleine Unterbrechung. Gut, wir sind wieder am Start. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier einfach weiter. Aber ist schon krass. Also dieses Video ist jetzt auch gleich vorbei und dann gehen wir über in den Teil 2. Da geht es nochmal ziemlich lang drum, das sind die nächsten heftigen Geschichten am Start. Er kennt sich in der Szene aus und berichtet ebenfalls von einer Party, wo mal Diddy gesehen hat. Er wollte nicht genauer darauf eingehen, was da passiert ist, aber deutet an, dass viele Leute da in eine andere Richtung gehen und er diese Partys mit Geheimgesellschaften in Verbindung bringt. Es sah so aus, als wären Puff und Tupac ein Pärchen, so sah es für mich aus, es ging eine Menge verrückte Sachen an. Puff and Tupac was like a couple, it seemed like to me. The vibes ain't there, I guess. Ich denke, das war das, was Tupac über die Illuminaten sprach. That's what Tupac was talking about, the Illuminati and shit. Yeah, it's just like a bunch of weird shit, that whole fucking... Scheiß. Der yeah, Scheiß that shit seltsam. Weird, dude. You saying that, you saying the whole party was... Du sagst, dass die ganzen Partys seltsam waren. Was hast du auf der Party gesehen, die es komisch aussehen ließ? Ich bin verwirrt. Weird. What did you see at the party that made it weird? I mean, I'm confused. I guess it was Illuminati. Ich denke, es hatte was mit Illuminaten zu tun. Junge, what the fuck? Also... Mittlerweile ist es echt komisch, wenn sich sämtliche Leute dazu äußern, dass da irgendein Illuminatenzeug von sich geht. Es ist ja wie komisch einfach. Was denkt ihr über diese Themen? Glaubt ihr, Peter? Also ich glaube ja gar nicht an so ein Illuminatenzeug, aber wie weird ist das, dass die Leute behaupten, yo, das ist irgendwas ganz komisches, irgend so ein Illuminatenzeug. Das ist doch richtig komisch, dass sowas dann, dass Leute das dann behaupten. Also ich könnte mir das ja nicht einfach so ausdenken, weißt du? Schon schwierig. Also das ist, by the way, ein sehr interessantes Video, was den ganzen Fall nochmal zeigt, nochmal verdeutlicht. Aber das ist bei Weitem nicht alles, was wir bisher darüber mitbekommen haben, denn es gibt einen Teil 2 und den gucken wir direkt im Anschluss hier auch noch mit an von Flex Doku. Also Respekt dafür. Der Link ist in der Beschreibung zu diesem Video und wir gehen jetzt ins nächste Video rüber und da ist der Link dann auch in der Beschreibung. Und das geht aber noch etwas länger. Es geht an 26 Minuten. Das heißt, die Storys nehmen kein Ende. Es wird immer krasser und es kommt immer mehr ans Tageslicht. Yo Leute, hoffe alles okay bei euch. Im heutigen Video gehen wir auf die merkwürdigsten Geschichten über den Rapper P. Diddy ein. Von Leuten, die um ihn herum sterben, krank werden und ins Koma fallen, bis hin zu Behauptungen und Geschichten über Diddy-Partys und anderen Sachen von bekannten Persönlichkeiten wie DMX, Exhibit, Orlando Brown und Lecrae. Außerdem schauen wir uns den Cassie-Fall und eine vor kurzem eingereichte Klage eines Produzenten an, in der teilweise schockierende Behauptungen aufgestellt wurden. Die Themen schwarze Magie, Leute, die P. Diddy verflucht haben soll und ein Mann, der nach einer Aussage gegen P. Diddy verstorben ist, sind auch dabei. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Uptown Records started with 5. Was, Uptown Records hat mit 5 Leuten gestartet? The only two left are Puffy. Die einzigen, die übrig sind, sind Puffy und AL, und AL ist fast gestorben. Al and Al almost died. I happen to know Diddy. Boys. How Puffy, he took you to a club. Einmal hast du eine Geschichte über Puff erzählt, wie er dich in einen Club mitgenommen hat und du hast eine Menge Männer küssen sehen und du hast einige Menge seltsamer Dinge gesehen. Ja, aber die Frage ist, was sind denn, also die Sachen, die man bisher nur mitbekommen hat, ist, yo, da sind seltsame Dinge passiert, die man schlecht verarbeiten kann und das Ganze ist irgendwie komisch und die werden halt nie konkret, ja, die sagen einfach nur, es sind eine Menge seltsamer Dinge passiert. Was sind denn die seltsamen Dinge?
Also müsste sich mal jemand getrauen zu sagen, yo, okay, das und das ist jetzt wirklich passiert. Weil so seltsame Dinge ist halt, lässt großen Interpretationsspielraum offen. And you seen a whole lot of men kissing. And you seen a whole lot of weird stuff going on. What's up? Have you been to a P. Diddy party? Warst du mal auf einer Diddy Party? Because P. Diddy be wanting the party. Was, weil Diddy Party machen will und du musst ihm dazu Nein party. Sagen? And you gotta tell him no. I've been to a couple Diddy parties. Er war öfter dort. Ich war für sie wie eine Sexsklavin. Das ist es, was ich für sie war. Okay. For them, that's what I was. Seit Jahren kursieren Geschichten über P. Diddy. Über Partys, Begegnungen in seinen Musiklabelbüros, Hotels und anderen Orten, in denen teilweise schockierende Behauptungen aufgestellt wurden. Vor kurzem sind sogar einige dieser Geschichten offiziell geworden. Am 16. November reichte Cassie vor einem Bundesgericht eine Klage gegen Diddy ein. Die Klage gegen Diddy umfasste mehrere Fälle, darunter Vergewaltigung, Körperverletzung und erzwungenes mit männlichen Sexarbeitern. Laut den Gerichtsunterlagen begann die Sache 2006, als er Cassie unter Vertrag nahm. Danach übernahm er angeblich die vollständige Kontrolle über ihr Leben, einschließlich ihrer Wohnung, ihres Autos, ihrer Kleidung und sogar ihrer Krankenakte, um sie kontrollieren zu können. Nur einen Tag nach Einreichen der Klage einigten sich Cassie und Diddy außergerichtlich. Er soll ihr eine Summe von 30 Millionen Dollar gezahlt haben. Crazy, okay. Cassie hat unter anderem behauptet, dass Diddy oft männliche Prostituierte bestellt hat, die etwas mit ihr machen sollten. Also nur kurz zur Information, P. Diddy, der ist noch nicht Milliardär, aber ich glaube, der ist fast Milliardär. So, zumindest wird das so geschätzt. Also sind für den 30 Millionen ein machbares Ding. Dieser Behauptung gibt es eine sehr interessante Geschichte. Am 18. Mai 2018 wurde ein Mann verhaftet, der im Trump Tower mit einer Waffe hantierte und Sachen verwüstet hat. Als es zum Verhör kam, hat dieser Mann Sachen erzählt, die Behauptung von Cassie stützen. Er behauptete, dass er einer dieser männlichen Prostituierten war. Leute, ich will den Mann nicht diskreditieren, was man aber erwähnen muss, ist, dass behauptet wurde, dass er psychische Probleme hat. Der Grund dafür war, dass er diese Geschichten erzählt hat, ohne dass er gefragt wurde. Er hat einfach angefangen zu reden. Kurz zum Thema Psychosen im Zusammenhang mit diesen Themen. Natürlich kann man, was ich jetzt sage, nicht auf jeden psychisch Kranken beziehen. Aber es gibt manche Leute, die Psychosen entwickeln, weil sie zum Beispiel mit diesen Themen in Kontakt kommen und nicht darauf klarkommen. Wenn man zum Beispiel wie er auf einmal als Prostituierter auf Hollywood-Partys eingeladen wird und merkt, was für kranke Sachen da abgehen, besteht das Risiko, dass man sich auf bestimmten Substanzen anfängt, Filme zu schieben und vielleicht dadurch eine Psychose bekommt. Er hat in dem Verhör selber gesagt, dass er oft Substanzen mit Diddy konsumiert hat. Aber egal wie man es sieht, ist schon ein großer Zufall, dass ein Mann behauptet, er sei eine Person, die Diddy für sich bestellt hat, und Cassie behauptet dann 5 Jahre später genau das. Wer würde auf die Idee kommen zu behaupten, er sei eine männliche Prostituierte? Der Mann soll nur kurz nachdem seine Aussage das zweite Mal Aufmerksamkeit erlangt hat, verstorben sein. Und Diddy soll dahinter stecken. Im Internet wird noch immer gerätselt, ob das stimmt oder nicht. Was okay, aber zu finden ist, er ist gestorben, okay, na, oh, das ist auf jeden Fall krass. Ist, dass davon berichtet wird, dass er kurz nach seiner Scheidung anfing, enorme Summen auszugeben. Er soll circa im Jahr 2014 noch circa 2000 Dollar im Monat verdient haben. Bis er sich einen Monat nach seiner Scheidung ein Grundstück im Wert von einer 750.000 Dollar gekauft hat. Das Interessante daran ist, dass er ebenfalls davon geredet hat, dass er Diddy verklagt hat, weil er ihn mit Herpes angesteckt hat und gewann. Er soll ca. 5 Millionen Dollar von Diddy bekommen haben. Basically, he would master tell me what to do with Cassie. I had like 15 encounters and I heard. Okay, warte, ich lese es mal noch vor, weil, wie gesagt, das ist immer sonst komisch zu mitkommen. Im Grunde hat er sich selbst befriedigt und mir gesagt, was ich mit Cassie tun soll. Ich hatte ungefähr 15 Begegnungen und habe viel über das Geschäft gehört, weil das, was sie tun würden, ist, dass Sean, also das ist P. Diddy, viel am Telefon mit Leuten spricht, während er Fernseher schaut und so weiter. And I heard lots of business, because what they would do is Sean talks a lot on the phone and on the TV with people and stuff, and I would be in the. Und ich war, wahrscheinlich im Raum nebenan, ich war für sie wie ein Sexsklave, das ist es, was ich für sie war. I was like a slave, okay? For them, that's what I was. That's all, alright? I caught her. Ich habe Herpes bekommen, bin zurückgekommen und habe ihn deswegen verklagt und ich habe gewonnen. And I came back and I sued Crazy. For herpes and won. Diddy and Ross. Sie sind beide schwul, P. Diddy und Rick Ross und auch die Chick Khaled, sie sind alle schwul. Ross and Khaled, they're all. Der Mann hat auch ein paar andere Sachen erzählt.
Er behauptete, dass man bewusst Substanzen in Musik pusht, um da mehr zu verkaufen. Einige Rapper sind selber Dealer und machen sozusagen Werbung in ihren Tracks für die Substanzen. Sie manipulieren sozusagen die Leute, um ihren Profit zu steigern. Nebenbei mal zu diesem Thema gibt es auch ein paar sehr krasse Behauptungen. Und zwar wird diese Behauptung auch von Pharmakonzernen gemacht. Pharmakonzerne sollen einigen Rappern Millionensummen zahlen, um zum Beispiel den Namen ihres Produkts in den Tracks einzubauen. Oder es einfach zu promoten. Bestimmt kennt ihr die Namen Xanax oder Percocet. Die Firma, die Percocet produziert, soll angeblich Future Millionenbeträge zahlen, damit er immer wieder von Perks rappt. Die meisten der Rapper nehmen diese Sachen nicht mal. Sie pushen es in den meisten Fällen, nur weil es sowas wie ein Placement ist. In diesem Video geht es nicht um Future, aber zu dem gerade besprochenen Thema ein sehr interessanter Ausschnitt. Das stimmt eigentlich, ne? Also, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn die über Drogen rappen oder so, ja, safe, natürlich können das easy Placements sein. Aber das ist so ein schmutziges Geschäft, ne? Das ist null lustig. They're listening to it over and over and over. It's programming. And was, wenn sie deine Musik mögen, werden sie es immer und immer wieder hören. Es ist wie Programmierung und sie könnten einige dieser Dinge ausprobieren, über die sie dich reden hören. Ja, genau. They might try some of those things they hear you talk about. Boah, ist das gefährlich. Ich erinnere mich, ich hatte mal ein Gespräch mit Future im Studio. Had a conversation with Future one time in the studio. And he said something that und er sagt etwas, das ich nie vergessen werde, und er lachte, als er es sagte. Never forget. And he laughed while he said it. He was like, yeah, you know. Er war so, ja, weißt du, die Leute denken, dass ich wirklich viele Drogen nehme, weil ich die ganze Zeit darüber rappe, aber sie wissen nicht, dass ich in Wirklichkeit fast nichts nehme. People be thinking I do doing a lot of drugs because I rap about it all the time. But they don't even be knowing I'm a lightweight. I said, In my Kopf so, was? Because there are a lot. Denn es gibt viele Leute, die riesige Future-Fans sind, zum Beispiel. Und so werden sie sich immer näher fühlen, weil sie das tun, worüber sie ihn rappen hören, ohne zu wissen, dass er es nicht, dass er nicht so ist. Ja, also der gaukelt denen das bloß so vor in diesen Rap-Texten und die Leute nehmen dann Drogen und damit ist dieser Werbezweck perfekt erfüllt. Ich weiß nicht, wie das in Deutschrap ist, ob es dann so Placements gibt, aber was ich mitbekommen habe, oder beziehungsweise wo das Gerücht auch rumging, war dieses Platin-Casino. Habt ihr das mal gecheckt oder so? Es gibt viele Rapper, die immer wieder in den Rap-Tracks Platin-Casino rappen. Und dann fragt man sich so, was ist denn Platin-Casino? Nie von gehört. Und das ist im Prinzip wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, weil das ganz viele unterschiedliche Rapper immer wieder gemacht haben, ist es wahrscheinlich auch einfach nur ein Placement dafür. Ja. Also ja, habe ich schon ein paar Mal mitbekommen. Ob das nun alles stimmt oder ob das dann wirklich ein direktes Placement ist, keine Ahnung. Aber man hört das und dann denkt man so, okay, da ist irgendwas. Also Platin Casino und so. Also warum sollte man ausgerechnet so ein Casino aufzählen, wenn man theoretisch alles mögliche aufzählen könnte, wenn man generell einfach nur Casino sagen könnte. Also deswegen ist das schon nicht weit hergeholt. Auch das mit diesen Drogen hier ist gar nicht weit hergeholt. Ayo Lisa, vielen lieben Dank für den Zuschauer. People that are huge Future fans. Das ist schon krass, ne? And that's how they're gonna feel closer to him because they're doing what they're hearing him rap about, not knowing that he's not. He ain't on it like that. Not like that, no. Kommen wir wieder zu den merkwürdigen Geschichten über Diddy. War krass. Gestern ist nun wieder ein neuer Fall ans Tageslicht gekommen, in dem noch krassere Behauptungen gemacht wurden als in dem Cassie-Fall. Der ehemalige Produzent von Diddy, Rodney Jones, hat ihn in einer 73-seitigen Klage mehrerer schwerer Straftaten beschuldigt. In dem von Jones Anwälten verfassten Schreiben wird von Aufnahmen und Beweisen erzählt, die über einen langen Zeitraum gesammelt wurden und die Diddy schwer belasten sollen. Diddy soll dem Produzenten gesagt haben, wenn er etwas mit ihm anfängt, er ihm einen Grammy für den besten Produzenten des Jahres besorgen kann. Und nicht nur Diddy wurde angeklagt, sondern eine Liste von Labels und Personen. Diddy soll unter anderem Leute angeschossen haben oder sie versucht haben, ihren Willen unter Substanzen zu setzen. Zum Beispiel behauptet der Produzent, dass er glaubt, dass Diddy ihm was ins Getränk gemacht hat, er dadurch bewusstlos war und Diddy dann was mit ihm gemacht hat. Auch hat er ein paar andere Sachen erzählt. Also Diddy praktisch, okay, ne, ihr wisst was. Okay. Also die Anschuldigungen sind komplett krank, ne, by the way. Also es absolut nichts Lustiges. Die soll einen bestimmten Security-Angestellten haben, der sich um die groben Sachen kümmert und Leute verschwinden lassen kann. Außerdem hat er Kontakte zu Ermittlungsbehörden und kann Leute einfach so aus Polizeikontrollen und anderen Sachen rausboxen, solange der Fall noch nicht zu breit getreten ist. Den Künstlern von Bad Boy wurde zum Beispiel gesagt, dass wenn sie in Polizeikontrollen geraten,
einfach diesen Mann anrufen sollen und der wird sie da rausholen. Eine der krassen Behauptungen, Wahnsinn, die in diesen Dokumenten gemacht wurde, ist, dass Diddy seinem Angestellten Stevie G gesagt hat, dass er etwas vor laufender Kamera mit einem anderen Mann machen soll, um den Produzenten davon zu überzeugen, etwas mit ihm zu machen. Davon gibt es sogar Aufnahmen, die mit der Klage eingereicht wurden. Ich zitiere euch mal, was geschrieben wurde. Herr Combs ging sogar so weit, ein Video zu teilen, in dem Stevie G in einen kaukasischen Mann eindringt, ohne Kontakt. Dies geschah, um Mr. Jones seine Angst vor der Homosexualität zu nehmen. Laut Mr. Combs ist dies eine normale Praxis in der Musikindustrie. Diddy wollte ihm sozusagen andeuten, schau mal her, das ist ganz normal in der Musikindustrie, jeder macht es, sogar Stevie G. Ein Abschnitt darunter wird behauptet, dass Diddy dem Produzenten gesagt hat, dass er etwas mit drei Leuten gehabt hat. Mit dem vorhin erwähnten Stevie G, einem Rapper und einem R&B-Sänger. Der R&B-Sänger soll Usher sein. Auf diese Geschichte bin ich in dem ersten Teil eingegangen. Wen es interessiert. Und wir wissen noch, angefangen, ne, mit dieser, oder das mit der Aussage mit, yo, die haben irgendwie in einem Bett geschlafen oder, ne, aber so aus Spaß, ha, hihi, haha, da war Usher 13 oder 14 Jahre alt. Wenn man das mal im Hinterkopf behält, Machtmissbrauch, wenn du groß werden möchtest, was in der Szene sein möchtest, dann gehorchst du mir. Ich kann dich da hochholen, dann weiß man ungefähr, wohin das dann vielleicht führen könnte. Ja. Hier, erster Link in der Beschreibung. Peppes, grüß dich. Der Rapper soll Meek Mill sein. Es wurde behauptet, dass dieser Rapper aus Philadelphia kommt und mit Nicki Minaj zusammen war. Das trifft auf Meek Mill zu. Nun sind wieder alte Aufnahmen aufgetaucht, die von manchen natürlich nicht gerade vorteilhaft für Meek Mill gedeutet wurden. Man, you doing it, man. You deserve it, daddy. You putting in that work. Proud of you, I love you. Yeah. Meek Mill hat darauf auch schon geantwortet. Er sagt, dass diese Behauptungen nicht stimmen. Ja. Es wurden noch so viele weitere Sachen behauptet, dass mich nicht wundern würde, wenn Diddy bald in den Knast kommt. Wenn es in Amerika sowas wie öffentliches Interesse gibt, wird auf jeden Fall ermittelt. Es ist von unter 18-Jährigen die Rede und mehreren Leuten, die einfach beseitigt wurden. Kommen wir zu einer anderen Geschichte. Nachdem nun die Sache mit Cassie aufgeflogen ist, ging eine Radio- und Talkshow-Moderatorin namens Wendy Williams viral, die schon vor 30 Jahren versucht hat, Diddy zu exposen. Auch hat sie, bevor die Cassie-Geschichte offiziell wurde, immer wieder von der Unterdrückung Cassies durch P. Diddy geredet. Wendy begann 1994 für den New Yorker Radiosender Hot 97 zu arbeiten. Hot 97 startete ungefähr zu der Zeit, als Bad Boy auf den Markt kam. Bad Boy waren die Hauptleute, die den Radiosender mit Musik und Interviews von Künstlern versorgt haben. Später fing sie an zu behaupten, dass Diddy etwas mit Männern hat und sie ein merkwürdiges Foto von einem Mann und Diddy hat, das sie veröffentlichen wollte. We come from a very homosexual era of hip hop as well. Es gab einmal eine Radiopersönlichkeit, ihr Name war Wendy Williams und sie wurde praktisch auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Radio personality once upon a time, her name was Wendy Williams and she was practically burned at the stake. Weil sie darüber gesprochen hat und jetzt hat sich der Kreis geschlossen. Talking about such. And now it's all come full circle. Diddy soll sofort dafür gesorgt haben, dass sie gefeuert wird. Diddy soll damals gedroht haben, dass keines der Labels je wieder irgendwas bei diesem Radiosender spielt. Deshalb wurde Wendy Williams letztendlich rausgeschmissen. Sie hat danach zuerst mal keine Jobs bekommen, bis sie letztendlich doch wieder Fuß in der Unterhaltungsbranche gefasst hat und sogar eine Show bekommen hat. Nachdem sie wieder über Diddy hergezogen ist, ist sie schwer krank geworden. Sie ist psychisch in einer ganz schlechten Verfassung, Alter, und soll vor kurzem die Diagnose Aphasie gekriegt haben. Und angeblich soll Diddy der Grund für ihre psychischen Probleme sein. Gleich mehr dazu. Wendy Williams sagt, sie hätte ihn in einer komprimierenden Situation, als ob es schwule Porno oder so etwas wäre. In a compromising position, and like he was gay or something like that. She was gonna put it out. Sie wollte es veröffentlichen, sie wurde daran gehindert. They stopped her from putting it out. Wendy Williams gesundheitlicher Abstieg soll bei einem Vorfall angefangen haben, den sie live vor einem Millionenpublikum hatte. Sie ist vor laufender Kamera zusammengebrochen. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sie plötzlich Panik bekommt. Und es schien so, als ob sie etwas gesehen hat. It's always a lot of fun, let's get started. Our first caress. Boah, wait, das muss ich skippen, Das sieht komplett komisch aus. Gehabt haben. Ihr habt wahrscheinlich alle gesehen, wie sie reagiert hat. Als ob sie irgendetwas gesehen hat. Ah, es gibt verschiedene. Das ist gruselig. Das kann ich mir nicht angucken. Das finde ich mega, mega gruselig. Methoden, einen Fluch auf eine Person zu packen.
Eine Möglichkeit ist zum Beispiel durch ein Ritual, bei dem DNA in Form von Hahnblut oder ähnlichem verwendet wird, um damit ein Ritual zu machen und so einen Fluch auf die jeweilige Person zu packen. Eine andere Möglichkeit sind Zaubertränke. Hört sich bestimmt für einige von euch verrückt und wie aus einem Harry Potter Film an, aber es gibt wirklich Leute, die so etwas produzieren. Zaubertränke können für die verschiedensten Sachen genutzt werden. Zum Beispiel gibt es Zaubertränke, damit sich Leute verlieben, um Personen zu trennen, Elixiere zur Verbesserung des Wohlbefindens. Ist das ja gerade eine Geschichte aus dem Paulanergarten? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber auch solche, um Flüche auf Personen zu legen. Man kann es ihnen zum Beispiel ins Getränk oder ins Essen mischen und sobald sie es zu sich nehmen, sind sie verflucht. Flüche können auf unterschiedliche Weise wirken. Ob das immer genauso eintrifft, ist eine andere Frage. Aber es gibt Flüche, die dazu führen, dass Menschen Pech haben sollen, krank oder verrückt werden sollen und noch viel mehr. Die Zaubertränke werden aus den verschiedensten Sachen gemacht, aber die, die Flüche erzeugen sollen, bestehen oft aus giftigen und psychoaktiven Substanzen. Das heißt, wenn man sie nimmt, kriegt man sowas wie einen Horrortrip. Wie euch bestimmt in der Aufnahme von Wendy Williams aufgefallen ist, schien es so, als ob sie irgendetwas Angsteinflößendes gesehen hat, das sonst keiner wahrgenommen hat. Sie hatte so sehr Panik, dass sie in Ohnmacht gefallen ist. Sogar bis heute sieht man noch, dass dieser Schock in ihrem Gesicht sitzt. Ihre Augen waren vor dem Vorfall nicht so. Und es hat auch nichts mit ihrer Krankheit zu tun. Bruce Willis hat dieselbe Krankheit und er schaut nicht so aus. Es kann sein, dass man ihr irgendetwas ins Getränk oder ins Essen gemacht hat. Mit Sicherheit. Also mit Sicherheit war das jetzt nicht, okay, yo, ich habe dich gerade verflucht, das war's. Sondern also mit Sicherheit wären das Substanzen gewesen sein, die in dem Glas angeboten wurden oder so. Also anders ist mir das ein bisschen komisch. Auch, dass es genau zu dem Zeitpunkt auch so passiert. ...gemischt hat und sie deshalb durchgedreht ist. Noch dazu sollen bei Zaubertränken, genau wie bei echter Magie, immer Dämonen im Spiel sein. Wer sich noch an die Magie-Doku erinnern kann, in dem Video haben ein Ex-Magier und Christopher Lee, die selbst involviert sind, gesagt, dass Magie durch die Arbeit von Dämonen möglich gemacht wird. Es gibt hunderte, wenn nicht tausende verschiedene Zaubertränke. Aber anscheinend wirkte dieser von Wendy so, dass man sie durch die Substanzen sozusagen auch für Dämonen gemacht hat und diese den Rest gemacht haben. Das könnte die Szene auch ein bisschen erklären. Auf jeden Fall soll Diddy dahinter stecken. Nachdem Wendy Williams das zweite Mal anfing, über ihn herzuziehen und er diesmal nicht dafür sorgen konnte, dass sie gefeuert wird, soll er andere Sachen bei ihr versucht haben. Eine amerikanische Influencerin, die selber in solche Dinge involviert ist, hat zum Beispiel gesagt, dass Diddy und andere in der Szene Gebrauch von diesen Sachen machen. Ob man es glauben will oder nicht. Auch hat sie einige Dinge erklärt. Ja, aber wie weird ist das auch, dass sie so ein bisschen Bescheid weiß und dann läuft das wirklich so. Also dann kommen wirklich so komische Zustände dazu. Also ich glaube ja nicht an so ein Zeug, ne, so dieses, yo, ich habe dich jetzt verhext und jetzt passiert das und das oder so. Aber dass man vielleicht Dinge ins Getränk mischt oder für irgendwelche Zustände in substanzieller Form sorgt, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ne? Vor allen Dingen, wenn sie belastendes Beweismaterial hat, um jemanden fertig oder um jemanden hops zu nehmen. Also es ist nicht nur Cassie, es ist nicht nur Kim Porter, es sind so viele andere Leute und just übrigens... Kim Porter, it's so many other people. And by the way, übrigens im Fall von P. Diddy, das Sodomie-Ritual... Nee, Sodomie... Boah, Alter, ich bin wieder lost. Das Sodomie-Ritual, ja, das Ritual, das sie verwenden, um Energie zu beschwören. In P. Diddy's case, the Sodomie-Ritual... Yes, the ritual that they use in order to conjure up energy, call it... Nenne es Dingsmagie, nenne es schwarze Magie, nenne es wie du willst, sie machen diese Sachen. Sex magic, call it black magic, call it whatever you want, but they do that, okay? So never... Also denke niemals, dass es verrückt ist und Leute es nicht tun. Think that it's crazy and people don't do it. They do all... Sie setzen alle Arten von Energie frei. Für uns scheint es dumm, wenn sie sagen, energetic. That's, it seems stupid to us if you say, I'm going to, ich werde jemanden opfern, das scheint dumm, es ist wie opfern für was, aber somebody, that seems dumb. It's like sacrifice them for what? But energetically, aber energetisch nehmen sie diese Energie auf, sie konsumieren diese Energie, wenn das passiert, bekommen sie mehr Energie. Ich finde, das ist weird, also keine Ahnung, jetzt sind wir schon wieder auf einem Punkt, wo ich es wieder nicht glauben kann. So. Also wir wissen es natürlich nicht und wir wissen auch nicht, was das für, also allein, dass es überhaupt sowas gibt, finde ich schon komisch, aber so ein rational denkender Mensch, und ich bin relativ rational denkend und ich bin jetzt nicht so dieser Überschwurbler, ich finde, das ist hier ein bisschen zu hartes Geschwurbel, oder?
Es ist wie wenn jemand die Karten legt und dann dir exakt sagen kann oder davon überzeugt ist, ja, das und das wird definitiv so und so eintreffen. So, man hat nie eine Garantie auf sowas. Und ungefähr so kommt mir das vor und das ist nur noch weirder, ist viel, viel weirder als das. They're taking that energy. They are consuming that energy. When that happens, they get more energy. Cassie soll eigentlich noch ganz gut aus der Sache rausgekommen sein. Also ich hoffe auch nicht, dass sie jetzt anfängt von Kinderblut trinken zu reden oder so. Gerüchten zufolge wurden andere Lebensgefährten und Partner einfach aus dem Weg geräumt. Gehen wir mal auf ein paar von ihnen ein. Zuerst mal seine letzte Partnerin Kim Porter, die Mutter seiner drei Kinder war. Luzi, dankeschön für den Sub. Porter starb 2018 im Alter von 47 Jahren angeblich an einer Lungenentzündung. Doch viele nahestehende Personen, wie zum Beispiel der Ex-Mann, bezweifeln das. Er postete kurz nach ihrem Tod folgenden Beitrag. Ich weiß sehr genau, dass Kimberly nicht plötzlich wegen Lungenentzündung ausgecheckt hat. Das ist Blödsinn. Hier gerate ich in Schwierigkeiten. Er sagte, dass sie ihm vor ihrem Tod gesagt hat, dass sie auf der Flucht sei. Er sagte ihr, sie soll das FBI einschalten, was sie nicht gemacht hat. Krank. Eine kurze Zeit nach diesen... Ja, das sagt, dass sie ja offensichtlich in Gefahr ist und da jemand hinter ihr her ist. Beiträgen ist Alan ins Koma gefallen. Nach der P. Diddy-Sache sind einige alte Interviews wieder an die Oberfläche gelangt, in denen über P. Diddy gesprochen wurde. Eins war von Jagger Wright. Sie erklärte, dass mehrere prominente Persönlichkeiten von Uptown Records, nachdem sie Bücher schreiben wollten, in denen sie Geschichten erzählen wollten, die eigentlich privat bleiben sollten, gestorben oder schwer krank geworden sind. Darunter waren Uptown Records Gründer Andrea Harrell, Heavy D, Kim Porter und LB Shaw, von dem wir vorhin geredet haben. Wright vermutet, dass Diddy hinter allen Todesfällen und Krankenhauseinweisungen steckt. Noch dazu behauptete sie, dass bei einer ersten Obduktion Giftstoffe in Kim Porters Blut gefunden wurden und der Tod angeblich zuerst als Mord eingestuft wurde. Bis man beim zweiten Mal dann gesagt hat, es war eine Lungenentzündung. Ach, ja, okay, das sagt doch alles. Das sagt doch alles, da war jemand, also ne, wenn das so stimmt, das kann ich mir gut vorstellen, dass da jemand im Hintergrund die Fäden zieht oder dann sagt, ja, okay, da gibt es vielleicht Auftragskiller oder Leute, die halt sehr, sehr brutal vorgehen, dann machst du schnell mal aus einem versuchten Mord oder aus einem Mord eine Lungenentzündung draus. Ja. Also, dass hier mit Sicherheit bestochen wurde oder erpresst wurde, davon, sage ich mal, ist auszugehen, wenn man jetzt gerade so die Story gehört hat. Noch dazu wird behauptet, dass Diddy etwas mit dem Tod des Gerichtsmediziners zu tun gehabt hat, der den Fall übernommen hat. Kim died from pneumonia, but there's the first coroner's report that said that she died. It was ruled. Kim starb an Lungenentzündung, aber es gibt den ersten Bericht des Gerichtsmediziners, der besagt, dass ihr Tod als Mord eingestuft wurde. Und sie fanden Giftstoffe in ihrem Körper und bewiesen, dass sie vergiftet worden war. Ist offensichtlich, ja. Aber das ist wieder, hast du Geld, hast du Macht, kannst du wieder alles machen. Das ist genau wieder das Thema, was ja momentan generell riesig ist in der ganzen, ob das Hollywood ist, ob das auch bei den Filmproduktionen, bei den ganzen Stars und so, was da momentan alles abläuft, natürlich nicht bei allen Stars, aber was bei vielen Stars gerade abläuft, was man alles mitbekommt, ist genau die Scheiße. Ne? Hast du genügend Geld, dann kannst du vieles, vieles abwehren. Es gibt Gifte, die Herzinfarkt, Lungenentzündungsähnliche Symptome verursachen. That create heart attack and pneumonia-like symptoms. You wanna know what they all have? Weißt du, was sie alle gemeinsam hatten? Die Überlebenden und die Verstorbenen von Uptown Records. Sie alle waren dabei, Enthüllungsbücher zu schreiben. Had in common though, the survivors okay. and the late of Uptown Records, they were all writing tell-all books. Eine Geschichte, die wir uns anschauen, krass. Hat weder was mit homosexuellen Aktivitäten noch mit Hollywood-Partys zu tun, sondern mit der Art, wie Diddy Geschäfte macht. Wright erzählte, dass er nur untalentierte Künstler sein und diese dann oberflächlich talentiert macht. Er holt jemanden, der die Texte schreibt, jemanden, der das Ganze gut produzieren kann und macht untalentierte Leute berühmt. Das macht er aus dem Grund, weil man diese leichter und besser kontrollieren kann. Wenn ein Künstler wirklich denkt, dass er talentiert wäre, könnte es sein, dass er arrogant wird und nicht mehr das macht, was ihm gesagt wird, weil er sich denkt, ich bin ein guter Künstler. Ich werde auch ohne ihn Erfolg haben. Das kann vielleicht dafür sorgen, dass Diddy einen Künstler aufbaut und dieser nach der Vertragslaufzeit sein eigenes Ding macht oder ein besseres Angebot holt. Das soll einer der Gründe sein, warum Diddy diese Sommercamps und Fernsehshows wie Making the Band hatte. Er nimmt sich einfach die Leute, die am biegbarsten sind und formt diese, wie er will. Er produziert sozusagen Industry Plans. Von dem verstorbenen Rapper DMX sind auch ein paar sehr interessante Aufnahmen aufgetaucht, wo er bestätigt, wie Diddy mit seinen Künstlern umgeht.
Wenn es mal wirklich talentierte Künstler in sein Label schaffen, werden diese unten gehalten. Außerdem zieht er die Künstler mit den Rechten der Musik ab. Sie schreiben zum Beispiel Songs für ihn, für die sie keine Credits bekommen. Sie wurden unter Vertrag genommen, sie waren eine sichere Gruppe, weißt du. Puff hat sie unter Vertrag genommen und es war ein Segen und ein Fluch, denn sie wären zuerst gesigned und waren auf It's All About the Benjamins und anderen Sachen. Puff signed them. It was a blessing and a curse, because they were sure they were happy about getting signed first and they were on the Benjamins and shit was going, but then he made them Jiggy. Aber dann machte er sie Jiggy und steckte sie in Anzüge und ließ sie Texte für ihn schreiben und nahm all das Verlagswesen und sie. Jiggy and put him in suits and made them write lyrics for him and took all their publishing and raped him. Like, damn. Ich meine, verdammt, ich bin froh, dass ich nicht unterzeichnet habe. I'm glad I didn't, you know, like... Boah, ist die nächste merkwürdige Geschichte erzählt uns Exhibit. Vor kurzem wurde dieser Ausschnitt von einem Exhibit-Interview gepostet, in dem er über eine bestimmte Story von Diddy gefragt wurde. Einmal hast du eine Geschichte über Puff erzählt, wie er dich in einen Club mitgenommen hat und du hast eine Menge Männer küssen sehen, du hast einige Menge seltsamer Dinge gesehen. And you seen a whole lot of men kissing and you seen a whole lot of weird stuff going on. You know, you seen a whole lot of... Weißt du, du hast eine Menge schwuler Dinge gesehen, wenn es dir nichts ausmacht, was ist die Hintergrundgeschichte dazu? Stuff going on. If you don't mind, man, what's the backstory behind that? Man. Aber man sieht so krass, wie verpönt irgendwie dieses, yo, Homosexualität in der Rap-Szene ist, oder? Weil die sich da alles so drüber kaputt lachen, so, ja, so, ich meine, es ist ja, also ich finde es jetzt, hätten die es damals alles so zugegeben, beispielsweise, und hätten gesagt, jo, okay, wir stehen dazu. Wisst ihr, wie viel normalisierter Homosexualität heute wäre? Hätten die damals einfach gesagt, jo, Homosexualität, alles entspannt, sind wir, oder bisexuell und so. Alles hier, Leute, also wie krass anerkannt das wäre, weil die ganze Rap-Szene hat ja einen riesen Impact auf die Gesellschaft. Das ist schon krass. Hoki, danke für den Sub. Weiß nicht, kann man nicht nur von Rappern. Ja, also nee, also hätten die alle offen kommuniziert. Ja, okay, ja, ist halt so. Ich glaube, das wär alles entspannt gewesen. Aber die haben das, oder die sehen das alle als irgendwie Schwäche und was man nicht preisgeben sollte, weil das ist dann, kommt in der Gesellschaft nicht so gut an. Also die hätten so viel daraus machen können, sie machen halt nur Scheiße draus, weißt du? Das ist schon bitter. Ja, das ist auch belastend, weil damit stehen die sich ja auch selbst im Weg. Und das, was ja hier abgegangen ist, ist ja weit drüber. Das ist ja nicht nur, okay, yo, der war homosexuell, was wie gesagt ja kein Problem ist, sondern die ganze Sache mit Minderjährigen, die ganze Sache mit Aufnahmen, mit Menschenhandel wurde vorgeworfen. Also wir reden ja hier von heftigen oder von ganz, ganz krassen Anschuldigungen, wo P. Diddy sich verantworten muss. Und das ist halt so ein riesen, riesen Skandal. Deswegen ist es momentan sehr, sehr groß. Und vor allem, das hat ja ein ganzes System dahinter. Und dass Leute verschwunden sind, beziehungsweise plötzlich erkrankt sind angeblich und gestorben sind, dass die eigentlich das Ganze enthüllen wollten, das sagt vieles über das Business und über das Geschäft aus hier. Man, I ain't gonna touch that shit, man. Fuck that. Ich werde dieses Zeug nicht anfassen, Mann, scheiß drauf. Wenn man ein bisschen im Internet sucht, findet man diese Geschichte. Sehr stark, ja. Er wurde vor circa 15 Jahren in eine Radioshow eingeladen und erzählte von einer Party, zu der ihn Diddy eingeladen hat. Er sagte, sie waren zuerst bei Diddy zu Hause und schon als er ankam, ist Diddy rausgekommen und hat ihn auf die Frau angesprochen, mit der er da war. Er sagte ihm, diese Frau ist der Teufel. Exhibit fragte ihn, was er damit meint. Diddy antwortete, sie nimmt dich auf, während sie dir Finger in den Hintern steckt und lässt dich dann mit den Aufnahmen. Exhibit hat sich gefragt, was das bedeuten soll und sprach die Frau später am Abend darauf an. Diese fing an zu lachen und sagte ihm, dass sie die Geschichte später erzählt. Später in der Nacht hat Diddy vorgeschlagen, dass sie in einen Club fahren. Als sie in dem Club ankam, deutete die Frau, die mit Exhibit unterwegs war, auf zwei Männer, die sich geküsst haben. Eine kurze Zeit später zeigte sie auf einen weiteren Typen, der nackt rumgetanzt hat. Exhibit sagt, es schien für ihn so, als wäre das ein Club gewesen. Er behauptete, er ist schon in unzähligen Clubs in Miami gewesen und er ist noch nie zufällig in einen Club gerannt, wo so etwas passiert ist. Sie zeigte in die Ecke, dort küssten sich zwei Typen. Weißt du, was ich meine? Ich dachte, was zur Hölle ist, das weißt du. Es waren auch Mädchen im Club. Two dudes kissing. You know what I'm saying? I'm like, the fuck is this? You know what I'm saying? So I'm like, okay, then it's girls in the club too. And then she points.
Und dann zeigte sie in eine andere Richtung. Dort war ein anderer Typ, der komplett nackt tanzte. In another direction is another dude over there, like butt-ass naked dancing. Farnsworth Ben. You know what I'm saying? We take off, man. You know what I'm saying? We leave the club. Wir haben den Club direkt verlassen. Ich habe niemandem Tschüss gesagt. Ja, es war verdächtig, sehr verdächtig. Directly, I didn't say peace to nobody. I didn't see nobody. Yeah, it was suspect. A lot of suspect. The club was called. Chalk it up. You could chalk. Du könntest es darauf schieben, dass es Miami ist oder was auch immer, aber ich war in einer Menge Clubs und noch nie bin ich außersehen in einen Club mit solcher Aktivität gerannt. Chalk it up to being in Miami or whatever. I've been in a gang. Was soll es jetzt? Es wurde nichts Illegales gemacht. Hier wird einfach über Homosexuelle hergezogen. Ja, also das, ja, offensichtlich, das habe ich ja gerade angesprochen, dass es absolut dämlich ist. Ich finde, das ist ja auch nicht das Kritische, ja. Der Machtmissbrauch generell, dass Leute im Hintergrund verschwinden und wie gesagt, Minderjährige sind dabei. Mit Minderjährigen wird vermutet, dass da was gemacht wurde. Also die Sache ist viel, viel größer als das. Natürlich, jetzt hier wird darüber geredet, oh, das ist ein Homo-Schuppen praktisch oder der ist in einem schwulen Club oder was weiß ich. Juckt halt einen Scheiß, ja. Aber das ist halt bei denen sehr verpönt. Und die machen sich damit selbst das Leben schwer, weil man könnte halt einfach viel toleranter sein, aber nee, es ist ja viel cooler, wenn man dagegen schießt. The clubs, man. The club was called. I ain't never mistakenly stepped into a club. Man sieht so, wie man sich da schämt irgendwie. Cringe. Der Schauspieler Orlando Brown hat ebenfalls ein paar sehr merkwürdige und verstörende Aussagen über Diddy gemacht. Leute, bei Orlando Brown muss ich auch erwähnen, dass er psychische Probleme hat. Oft wird von Leuten behauptet, dass sie psychische Probleme haben, um sie zu diskreditieren. Aber leider gibt es einige, bei denen es wirklich zutrifft. Das heißt natürlich nicht, dass alles, was sie reden, Schwachsinn ist. Nur ich muss euch darauf hinweisen. Der Grund für die kaputte Psyche von Orlando Brown soll Hollywood sein. Wie viele andere Disney-Stars hat auch er in seinem Alter psychische Probleme entwickelt. Er ist schon seitdem er 6 Jahre alt ist vor der Kamera und soll seinen Angaben nach von Will Smith und P. Diddy vergewaltigt worden sein. Was? Von Will Smith? Okay. Okay, davon habe ich noch gar nichts mitbekommen. Gegen Diddy hat er schon bevor er psychische Probleme gekriegt hat, immer wieder Andeutungen gemacht. Zum Beispiel vor 6 Jahren. Das ist widerlich. Ich weiß zufällig, dass Diddy Jungs bitte widerlich. I know I happen to know Diddy boys. It's nasty. He like to play with people's pennies. He like to play with people's pennies. Yeah, he do. He like boy. In einem weiteren Interview spielt er wieder auf diese Sache mit Diddy an. Weißt du, was ich meine? Wir versuchen hier draußen echte Sachen zu machen. Weißt du, was ich meine? You know what I mean? I got in my Diddy mode. I'm sorry. Ich bin in meinem Diddy-Modus. Ich fange an, meine Lippe zu lecken. Weißt du, was ich meine? I start licking my lip. You know what I'm saying? I mean, yo, Diddy, you gave me the... Diddy, du hast mir das... Oshkosh gegeben. Du hast mir das Oshkosh gegeben. Oshkosh Kusmash. You gave me the Oshkosh Muaf. The Shmushmash. Diddy. Yeah, shine. I mean. Vor einer kurzen Zeit hat er auch nur Folgendes behauptet. We made love. Wie hast du Liebe gemacht? Diddy, Bow Wow, Busta Rhymes. Busta Rhymes. You just told me you seen Busta in the... Du hast mir gerade gesagt, dass du Busta auch am Flughafen gesehen hast. Too. Auch kam er 1-2 Monate vor diesem Vorfall in einen Livestream und erzählte, dass Diddy ihn umbringen will. Wie Diddy versucht, mich umzubringen. You know, Diddy und Jay-Z. Diddy und Jay-Z, Tante Sean und Tante Yolanda, meine eigenen Tanten. Er meint Jay-Z und Diddy. Diese Scheiße gerät langsam außer Kontrolle. Why, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man dem vertrauen kann, weißt du? Der wirkt mir auf jeden Fall nicht ganz glatt. Also so wie er redet, wirkt er mir, als wäre der hart, also als wäre der permanent entweder auf Drogen oder als wäre der generell irgendwie... Ich weiß nicht, kann es nicht ganz beschreiben. Ja, also der wirkt mir nicht ganz nüchtern. Egal wie viele Verträge du versuchst, auf mein Leben zu nehmen, egal wie oft du versuchst, meine Familie zu bedrohen, oder Leute bedrohst, damit sie sich von mir fernhalten. Es ist mir egal, wie viele Dinge
du mir antun wirst oder versuchst mir anzutun, es funktioniert nicht. Stay away from me, no matter how many things you try to do to me and how many things you've tried to do to me, it ain't working. Die Geschichten mit der sexuellen Orientierung von Diddy sollen etwas mit seinem alten Boss zu tun haben, der mit ihm das gemacht hat, was er jetzt mit den ganzen Leuten macht. Und zwar der Mann, der die Bad Boys Vision von Diddy finanziert haben soll. Clive Davis. Clive Davis ist ein amerikanischer Plattenproduzent, A&R-Manager, Plattenmanager und Anwalt. Von 1967 bis 1973 war er Präsident von Columbia Records. Von 1974 bis 2000 Gründer und Präsident von Arista Records, bis er J-Records gründete. Nachdem Clive Davis in seinen Memoiren zugegeben hat, dass er bisexuell ist, haben sich für manche Gerüchte bestätigt, die schon lange rumgehen. Und zwar, dass P. Diddy für die Finanzierung von Bad Boys etwas mit ihm hatte. Okay. Also auch da ging's schon. Also scheint das eine Sache zu sein, die mit dem, auch mit dem Machtmissbrauch, die schon sehr frühzeitig auch von jemand anderem sogar losging, und Diddy war mit dabei. I couldn't be attracted. Ich könnte mich zu einem Mann hingezogen fühlen, während ich immer noch sehr zu einer Frau hingezogen werde. To a man. While I still am very attracted to a woman. Eine weitere Geschichte über eine Party erzählt uns Rapper Lecrae. Zuerst sagte er, er war auf einer Diddy-Party. Doch später schien es so, als ob er die Geschichte von der Diddy-Party nicht erzählen wollte. Oder zumindest nicht seinen Namen erwähnen wollte. Er erzählte von einer Party, an der er teilnahm, in der spät am Abend ein anderer Rapper auf ihn zukam und ihm mitteilte, dass er um 1 Uhr nachts nicht mehr vor Ort sein will. Als er nachfragte, was um diese Uhrzeit passieren soll, sagte die Person ihm, dass er einfach nicht um 1 Uhr auf dieser Party sein will. Er deutete an, dass nichts für jeden ist. Doch genau deswegen blieb er auch. Gegen 12.30 Uhr bemerkte er, wie sich die Musik von Gangster-Rap zu etwas softerer Musik änderte. Später begab er sich auf die Treppe und sprach von einer Couch. Zuerst wollte er das Design der Couch beschreiben, entschied sich jedoch dagegen, weil man sonst direkt gewusst hätte, bei wem die Party stattgefunden hat. Auf der Couch sah er einen Haufen Männer und jeder hat es mit jedem gemacht. Später ging er noch ein bisschen rum und hat gemerkt, dass es nicht nur die Couch war. Das ganze obere Geschoss war voll. Jeder hat es mit jedem gemacht. Auch hat er erklärt, warum es viele Leute machen. Viele Leute sind nicht mal aber sehen, dass viele berühmte Leute auf diesen Partys sind, die daran teilnehmen. Und sie wollen dann nicht, dass man denkt, dass man der Außenseiter ist oder nicht reinpasst, da sie weiter Kontakt mit diesen Leuten haben wollen. Was ihm auffiel, ist, dass wenn Leute bestimmte Neigungen hatten und sich an den ganzen Sachen beteiligt haben, diese bevorzugter für die nächste Veranstaltung waren. Sie suchen sozusagen die Leute, die mitspielen, und nur noch die werden eingeladen. Er erwähnte auch Brandon T. Jackson. Gleich mehr dazu. Was ich sagen werde, ist, dass auf einer bestimmten Party viele prominente Namen waren. Es gab einen Künstler dort, der sagte. Particular party, lots of big names. There was an artist there who said, 1 a.m. Hey Lecrae, gegen 1 Uhr solltest du nicht mehr hier sein. Und ich dachte mir, was? Du willst einfach nicht um 1 Uhr hier sein. Du willst einfach nicht um 1 Uhr hier sein, sagte dann der andere nochmal. Make sure you're not here. And I was like, what? You just don't want to be here at 1 in the morning. I'm good. Ich bin gut, ja. Ich meine, was redest du? Like, you know what I mean? Like, what you talking about? And on my way. Und als ich die Treppe hinaufgehe, gibt es da diese Couch. Ich werde nicht sagen, wie die Couch gestaltet ist, weil das verraten könnte, wessen Party und wessen Haus das war. Upstairs, there's like this couch. I won't say how the couch is designed, because then that may give away whose party and whose house this was. On the couch. Auf der Couch habe ich ein paar Jungs gesehen, die wirklich hart und heftig zugange waren. I saw a couple of guys really going at it, hard and heavy. And und Mann, ich war wie, oh, weißt du, in meinem Kopf denke ich so, nun ja, bei Promi-Partys machen die Leute, was sie eben machen. Man, and I was like, oh. Okay. You know, ob das so normal ist, weiß ich nicht. Well, you know, the celebrity party, people do what they do. As I started moving up. Als ich die Treppe hinaufging, habe ich bemerkt, dass es nicht nur diese beiden Jungs waren, es waren immer mehr Leute, die einfach dabei waren. Stairs, I passed them up and I noticed that it wasn't just those two guys, it was more and more people just going at it. Shout out to my guy Brandon T. Jackson. Grüße an meinen Freund Brandon T. Jackson. Weil, also, was halt krass ist, dass offenbar sehr viele bekannte Leute dort mit dabei waren, ne? Ich meine, am Ende des Tages, wenn das einvernehmlich alles läuft, ob das. Ist ja völlig egal, ob das homosexuell, heterosexuell, bisexuell ist. Wenn es einvernehmlich läuft, ist es ja alles entspannt. Wie gesagt, das extrem Kritische, was ich jetzt auch in den ganzen Sachen von diesen zwei Teilen sehe,
ist nicht, dass Leute, die gleichgeschlechtlich sind, miteinander verkehren. Das juckt ja, juckt ja wirklich einen Scheiß. Vor allem gerade der heutigen Zeit, ja, damals war das noch verpönter als heute, aber auch heute wird sich ja teilweise drüber lustig gemacht, was ich nicht ganz verstehe. Aber das mit diesen Minderjährigen finde ich halt absolut krank, dass man mit diesen Leute verschwinden lassen, die was dagegen sagen wollen oder das exposen wollen, das finde ich absolut krank. Und hier ist halt wieder so dieser übermäßige Machtmissbrauch. Also, ne, man weiß, okay, jo, der hat halt Geld, der kann Leute verschwinden lassen. Das ist einfach eine andere Liga, ne? Jackson, man. Brandon T. Jackson. I don't know what he's up to these days. Ich weiß nicht, was er heute macht, aber auf dieser bestimmten Party kam Brandon T. zu mir und sagte... Days, but at this particular party, Brandon T. came up to me and he said, yo, man. Yo, Mann, der Teufel wird deine Seele in dieser Branche stehlen. Like, Satan will steal your soul in this industry, bro. And he was really like... Und er war wirklich wie, ich mochte es, dass er das Gefühl hatte, ich mag deine Seele und deinen Geist und ich möchte, dass du gedeihst, Lacre. Ich möchte nicht, dass du hier draußen verschlungen wirst. Like, I loved the fact that he felt like, okay. He's like, I love also, your soul and your spirit davon. And I want you to thrive, Cray. I don't want you to get devoured out here. Brandon T. Jackson, der gerade erwähnt wurde, wurde ebenfalls auf seine Erfahrungen mit Diddy Parties angesprochen. Das Einzige, was er dazu sagen kann, ist, dass Denzel Washington ihm über diese Partys gesagt hat, dass er einfach 30 Minuten bevor der Teufel da ist, gehen soll. Er sagte ihm immer, verlasse die Party 30 Minuten bevor der Teufel da ist. Nach der eigentlichen Party findet nochmal eine extra Party statt, wo diese Aktivitäten stattfinden. What's up? Have you been to a P. Diddy party? Deswegen das, okay. Ja, das er, okay, es erklärt nochmal, dass er dann so reagiert. Have you been into these rooms where these parties... Hast du jemals diese Räume betreten, wo du diese Party, wo diese Partys stattgefunden haben? Er sagt, ich gehe 30 Minuten bevor der Teufel kommt, das ist alles, was ich sagen muss. Also das, was wir gerade eben schon... zu hören bekommen haben, das sagt er hier auch nochmal. 30 minutes for the devil get there. That's all I gotta say. Okay, there you go. That's what Denzel told. Das hat mir Denzel Washington gesagt, gehe 30 Minuten bevor der Teufel kommt, das ist es. I mean, leave 30 minutes for the devil get there. That's so, it. Have you ever heard someone say, hey? Hast du jemals jemanden sagen hören, hey, nach der Party am Ort XXX und du dachtest dir dann... After party XXX place... And you be like, man. It's always after party, but es ist immer nach der Party, aber du gehst 30 Minuten bevor der Teufel ankommt. Das ist, was ich sage. You leave 30 minutes before the devil get there. So, that's what I'm saying. Was denkt ihr über diese Themen? Okay, also das sind natürlich jetzt alles so Sachen, die jetzt herangetragen wurden Richtung P. Diddy. Das waren sehr heftige Videos. An der Stelle muss man mal sagen, ich weiß ja nicht, wie die Partys genau liefen, dass sie davon reden, yo, es ist der Teufel und so, weil es muss ja nicht automatisch heißen, okay, weil das eine homosexuellen Party ist, praktisch ist das der Teufel, sondern das, was dort passiert. Wir wissen ja nicht, was dort wirklich passiert, ja. Vielleicht sind das Sachen, die man einfach nicht gut verarbeiten kann oder wo man sagt, okay, da werden Menschen sehr krass geschädigt, ja. Gut, das weiß man nicht, ja. Vielleicht ist das Gruppenfackel, man weiß es ja nicht, ja, was dort alles passiert ist. Deswegen ist das schwer zu sagen und ist jetzt auch nicht gut zu beurteilen, ob das jetzt einfach nur schlichte Homophobie ist, was dort gesagt wird, oder ob das Erfahrungen sind, wo man sagt, okay, das ist wirklich der Teufel, was man dort sieht. Deswegen will ich da gar keine Unterstellungen machen, was man bei den Partys sieht, weil das ist halt schwierig nachzuvollziehen. Dass man in der Rap-Szene leider ist nun mal so, warum auch immer das so krass ist, aber ja, es ist halt die Gesellschaft und die Historie dahinter, dass man so gegen Homosexualität ist und sich dafür schämt und das so schlecht redet oder so, ist halt unangenehm. Am Ende des Tages, also da, das war ja jetzt ein großer Part auch, da sehe ich ja kein Problem drin. Ne? Ey, wenn da irgendwelche Feiern stattfinden, das ist alles einvernehmlich, ja meine Güte, dann ist das so. Ne? Bei mir hört es dann wirklich auf, bei den minderjährigen Sachen, bei denen, yo, ich lasse Menschen verschwinden, offensichtlich sind da mehrere Erwachsene gestorben, viel zu früh, aufgrund von, dass die Dinge exposen wollten oder halt gegen Diddy was machen wollten. Und das ist ja schon sehr, sehr, also das finde ich, zeigt es mir sehr, sehr eindeutig, dass da viel zu viel Macht dahinter steht. Und ja, also das ist, ich glaube, P. Diddy wird hoffentlich nicht so leicht davonkommen, weil hier offenbar zu viele schwere Anschuldigungen im Raum stehen und da momentan mehr und mehr dazukommt, ja. Also ich denke, da wird schon sehr viel Scheiße passieren. Wir können nur abwarten, was da noch alles so die nächste Zeit passiert, weil das ist jetzt gerade alles im Gange. Das wird gerade alles aufgearbeitet und wenn sich Dinge bestätigen und nachweisen lassen, dann wird P. Diddy auch sehr wahrscheinlich erstmal in U-Haft genommen,
zumindest stehen die schon vor seiner Haustür, also zumindest war das letztens so. Da hatten wir ja schon drauf reagiert. Und dann kann man nur hoffen, dass da Konsequenzen entstehen. Weil nur weil jemand Geld hat, finde ich nicht, dass er sich mehr erlauben kann. Und dass da ein ganzes System entsteht, seit Jahrzehnten, ist unfassbar. Ja. Und das sollte nicht sein. Und ich finde, das sollte alles exposed werden. Aber das zeigt mir, dass es in diesen ganzen, auch prominenten Geschäften, so unfassbar dreckig, ekelhaft stellenweise zugeht. Und dass wir, also man denkt ja so, okay, die Promis, die haben ja eigentlich gar keine großen Probleme, die sind reich, die haben alles, was sie wollen. Und wenn man jetzt das mal so sieht, dass mit Nickelodeon jetzt das Ding oder das mit Jeffrey Epstein und so weiter, eigentlich die haben stellenweise, wenn man das jetzt gerade alles nach und nach rausbekommt, was die alles durchlebt haben müssen, manche, vor allem auch Opfer einfach nur, ist einfach grausam. Und ja, also dann denkt man sich auch so, es wäre echt besser, wenn man einfach nur so als Normalo aufgewachsen ist, hatte da eine unbeschwerte Kindheit und hat nicht so viel von sowas Krassen miterlebt. Ja. Ja, also heute waren wirklich sehr schmerzhafte Videos. Ich danke euch natürlich jetzt hierbei fürs Zusehen. Die beiden Links zu den Videos sind unten in der Beschreibung. Sehr krasse Aufarbeitung, muss ich sagen, weil das ja alles englische Themen sind, alles mit deutschen Untertiteln, muss ich sagen. Props gehen raus an Flex Doku, der das gut zusammengefasst hat. Also wirklich großen Respekt dafür, war sehr heftig. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich hoffe, ihr konntet das akzeptieren, dass ich die Untertitel mitgelesen habe. Aber ich glaube, das war vielleicht auch fürs Verständnis, damit man es gut verstehen kann, war es vielleicht auch der bessere Weg, das so zu machen. Ja, schreibt gerne in die Kommentare. Was machen wir als Algorithmus-Kommentar? Es war eine sehr lange Reaction auf jeden Fall. Was schreiben wir als Algorithmus-Kommentar? Heftig. Wir schreiben heftig in die Kommentare. Schreibt einfach heftig in die Kommentare. Ich denke, das ist so ein Wort, das beschreibt es relativ gut. Weil es ist einfach wirklich heftig und absolut auch nicht gut zu reden. Auch wenn da jetzt viele Sachen waren, wo es auch gegen Homosexualität ging und man sich da dafür geschämt hat oder was weiß ich. Man sollte nicht außer Acht lassen, dass da ja viel mehr passiert ist, als bloß, okay, da haben zwei Männer miteinander etwas zu tun gehabt. Weil das ist ja nichts, wofür man jemanden bestrafen kann, wo man sagt, okay, das sollte juristische Konsequenzen mit sich ziehen. Für mich ist das was ganz Normales, sondern da ist viel, viel mehr Schlimmes passiert und ich denke, das sollte man im Fokus stehen haben und da steht gerade PDD ganz, ganz schwierig da und wie gesagt, ich hoffe, er wird Konsequenzen davon tragen. Ich danke euch nun fürs Zuschauen. Wie gesagt, die Links sind unten in der Beschreibung, checkt das gerne ab, da steckt unfassbar viel Arbeit dahinter. Und ich wünsche euch noch was. Ich verabschiede mich nun. Lasst gerne ein Abo hier auf meinem Kanal da. Dann seid ihr immer up to date. Und damit macht's gut. Haut rein. Und ja, Stänkchen ans Wänkchen. Euer Alpha Kevin. Und ciao, ciao.